Und? Nakaduk, wir sind fast da. Na endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Ich helfe dir hoch. Na gut. Jetzt weiter. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh, Aquädukt. Aquädukt. Von Aqua, Wasser. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Einmal Steinchen. Gut gesehen. Komm, hoch mit dir. Mhm. Überall, wo wir Steinchen brauchen, da liegen auch Steinchen rum. Das ist praktisch bei dem Spiel hier. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Ich wollte die Büsche anbrennen. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Jetzt bestimmt fallen. Es tut sicher eine Falle. Ja, da sagst du was. Oh. Oh, wow. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Proton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, und? Gut gemacht. Das ist sehr schön. Und weiter hier. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Bekannt aus Harry Potter. Kopfkatz. Ein bisschen Materialien sammeln. Die lassen wir natürlich nicht liegen. Okay, Kurbeln. Dein Einsatz, Melly. Okay, dann ich rechts. Schlaf oder nicht, so. Sondern hilf mit. Ja, ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Da sind diese. Vater hat diese Monster aus Harry Potter, dieser. Mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Die es Monoiden. War so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Soll ich einsteigen? Let's go. Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Und los geht's. Gut festhalten. Los geht's. Hugo, setz dich hin. Hugo. Ich sehe gar keine Fische. Hugo. Das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Du fällst noch rein. Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Wie kommen die beiden rüber? Du hast mich erwischt. Aber wir helfen dir davon da drüben. Ich habe gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Jetzt holen wir die anderen rüber. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der in welchem? Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ihr seid dran! Wir kommen!
Und jetzt müssen wir die zurückholen. Gut, ihr könnt loslassen. Sterben vielleicht und ich hatte Angst. Ich vergessen. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht? Na gut. Mhm. Weiter geht's. Ach, die Tür war fast verschlossen. Nicht mehr lange. Lass mich mal vorbei. Kannst mal knacken. Ein weiteres nützliches Mitglied. Fertig. Eine Knackerin brauchen wir. Oha, was Ratten. Ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Ja, was denn, Lukas? Wie bei einer... Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen Wer wir hat weiter. Das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Steinen und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge. Na, da sind ein paar Handkommen. Na los! In den Graben. Der Bau ist schon lange Wir müssen her. Auf die andere Seite. Aber die Gut, kommt mit. Sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. In den Graben ist eine gute Idee. Bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Ach so, hier runter. Ach. Komm, ich hebe dich hoch. Also schön. So. Okay, wir müssen nach rüber. Genossen. Okay, wie kommen wir da jetzt rüber? Ja. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Nein, Louis, kommt rüber, ihr faulen Pelz. So, ja. Wait a second. Ich vergaß da etwas. So, gleich sind sie weg. Eins muss man ihnen lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Rattensammelbecken. So, jetzt hier. Nicht ins Rattenbecken fallen. Folge mir. Runter. Ja. Hier schnell raus hier. Und mal kurz Ingefähr herstellen. Jo. Können wir sie vielleicht betäuben? Mit unserem Betäubungs... Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Bestimmt sind da Ratten. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Sieht mal, wir haben es gefunden, das Chateau.
es liegt in Trümmern. Tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Und wenn der Soundtrack stimmt, dann haben wir hier gleich Probleme. Und zwar ernstzunehmende. So, ich habe hier wieder meinen Hustanfall. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht... Das muss es auch nicht. ...hilft es nicht. Da hast du nicht Unrecht. Sekunde. So, nun. Ratten! Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Was? Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Los, lauf! Das ist doch verrückt! Nie wieder. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Jetzt ist los, dann los. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Ja, deswegen müssen wir das hier anzünden. Verdammt. Alle tot. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Ungefähr. Ne, wir warten bis zum nächsten Mal, oder? Ja. Jetzt, na los, na los! Halt durch hier. Aber dir, verdammt, ich habe das doch angezündet. Wurde gelöscht. Ja. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Das müsste helfen. Jetzt, na los, na los! Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Los, wir werden es schaffen. Scheiße, scheiße. Haben es dann geschafft. Und nun. Ich werde dir helfen. Ja. Ja, gut. Das hat nichts. Wir versuchen es nochmal. Das ist zu weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Lass mich dir helfen. Jetzt, na los, na los. Noch nicht. Und dann hoch dort. Nichts über einen Zaun. Gut. Haben wir es geschafft? Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Nein. Was? Lukas ist gestorben. Als ob. Der soll hinterherkommen. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Das müsste helfen. Komm mit, Lukas. Noch nicht. Lukas, mitkommen. Ja, gut. What the fuck?
ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Glück ist der Trottel. Jetzt, na los, na los! Noch nicht. Lukas! Was ist denn jetzt? Wir stehen in einem brennenden Haufen. Was für ein Backe ist das denn? Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Das müsste helfen. Wie verbuggt ist das Spiel? Noch nicht. What? Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Als ob der Haufen einfach abbrennt. Das müsste helfen. Jetzt, na los. Noch nicht. Kommt alle mit. Lukas. Wo ist Lukas? Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Lukas, komm mit. Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Alle mitkommen. Chateau d'Ombrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Tatsache. Und hops. Unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Fantastisch. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns gegeben. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Verschlossen. Sie kann es nicht aufmachen. Okay. Vielleicht können wir. Ne, brauchen wir Alkohol für. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Ach so, ja. Schaffst du das? Ja. Das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Wo zuckt sie sich? Anscheinend haben sich hier alle versammelt. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Ja. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los. Die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei. Ach so, und ich muss sie dann durchsteuern durch das. Die Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Und nun? Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Na, danke. Sehr großzügig. Ich sehe schon. Stein wird hier nicht viel bringen. Hier. Hey, hinter dir liegt was zum Anzünden. Ah ja. Ah ja.
dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Und hoch hier. Ohne Melli werde ich es nicht schieben können. Okay, und wie kriegen wir Melli her? Die ist da drüben. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Können wir da Ingefähr reinpacken? Hey, seht mal! Oh. Jetzt komm mit. Oder auch nicht. So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Naja, jetzt komm rüber. Zu mir kommen. Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Nochmal. Die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Na gut, kann man die nicht. Jetzt runtergehen. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Bereit. Los geht's. Denkst du, du kriegst das hin? Na schön. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Na ja, hier brauchen wir Feuer. Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Wo kann ich hochklettern? Hier? Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Den Ball hochklettern. Kann ich das? Den Ball hochklettern. Okay. Okay, hier kann ich lang. Kann ich hier hochklettern? Irgendwie nicht. Ah, okay, hier kann ich hoch. Melli, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Ich doch auch. Und jetzt die eine Schale zurück, die andere Schale dort drüben. Bitte, rein in die Grube mit euch! Ja, perfekt!
Der müsste weitestgehend frei sein. Da drüben sind noch ein paar. Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Da sind noch ein paar Vereinzelte. Ich brauche das Feuerbecken. Sehe ich ein. Nein, warte dort. Ich stirb also gleich noch. Gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Alles klar, nein. Hugo. Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja. Viel Glück. Eine einsame Ratte. Da wird sie jetzt sterben dran. Und ein Ratte. Das ist schon besser.